denke nicht logisch bei ORF, die denken gar nicht logisch. Das ist aber das ist so schön, wie stehst du? Das sind nicht so viele. Man nennt so, Achtung, meine Herrschaft, bist du bereit? Wir empfangen jetzt unsere Berchtesdorfer Dame mit einem Riesenapplaus bei 5, 4, 3, 2. Küchelines wäre was für euch, aber das werden wir erst nachher sehen. Erzählt mal kurz, was ihr euch hier antun wollt. Und Lisi. Also wir sind die TVP Showstars und wir werden heute cheerleaden. Das ist eine Mischung aus Tanzen, Boden, Akrobatik, Sprechgesang und auch Pyramiden-Stunts. Wie sieht's aus? Sprechgesang. Was ist das? Werden Sie gleich sehen. Wie viel Zeit ist insgesamt? Also wir sind heute 22 Mädels. Und wie lange trainieren Sie schon dafür, für diesen Auftritt? Für diesen Auftritt jetzt 2 Monate lang. Wow, täglich? Nein, ein bis zweimal in der Woche. In der Woche. Toll, und wie alt seid ihr so im Durchschnitt? Also die Jüngste ist 11 und die Älteste 20 bis 21 Jahre alt. Und das ist euer Hobby, oder wie kann man das? Also Chilling ist eine Sportart, aber natürlich auch gleichzeitig unser Hobby. Verstehe. Also ihr schaut wahnsinnig toll aus, wie viele unglaublich coole Barbie-Puppelein. Ich freue mich sehr auf eure Performance. Bitte legt's los. Dankeschön. Yeah.
jetzt auf die anderen, die hässlichen Mädchen, die hässlichen Mädchen auf der Schule immer so fertig machen. Kenn ich doch aus dem Film. Wenn man jemand sein will, dann muss man auch mit einer von euch zusammen sein auf der Schule. Ja, dann ist man cool. Das sind doch diese Cheerleader-Mädchen. Aber ich verstehe jetzt auch, wo das herkommt, dieser Kult. Ich meine, das macht ja wirklich was her. Man merkt, wie sehr ihr dabei seid. Also wenn einer da oben steht und noch winkt, dann hat sie so ein krasses Lächeln drauf. Ich finde, ich bin sehr beeindruckt von sowas. Aber bitte nicht mehr die hässlichen Mädchen ärgern. Ja? Das sind auch alles nur Menschen. Vielleicht willst du mal was sagen. Ich glaube, ich will mich nicht an der Vergangenheit klammern. Und die Mäuse waren ja Mäuse und waren toll. Jetzt habe ich, glaube ich, eine neue Liebe. Die Kükelein. Ich habe mich über viele Jahre mit Fernsehballett herumgeschlagen. Ich frage mich, wozu? Vor allem, ich finde es toll, wenn man 22 Gesichter sieht und keines, die nicht lächelt oder freundlich herunterstreibt. Das ist so professionell, das ist Fernsehunterhaltung vom Feinsten und ich würde gern davon mehr sehen. Bravo!